Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Hier wieder auf dem Burghof und diesmal werde ich weiter erforschen. Ich habe hier mittlerweile da oben alles abgeklappert, inklusive des Gebäudes. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Und ich bin gespannt, was es hier noch so gibt. Waffenknechte, ich dachte gerade, das wäre Diego, der Untere, der Dunkle, Dunkelhäutige. Und das da ist dann wohl der Kerker, in dem sie Gorn eingesperrt haben. Noch mehr Ärger kann ich. Was bewachst du? Die Gefangenen. Ja. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorn. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Gorn, ich bin enttäuscht. Du bist schwächer als 4 Männer. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merkt ihr das? Okay. Ich hab's ja schon kapiert. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein! Und wenn ich dir Gold zahle? Nein. Schläfst du eigentlich nie? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so der Klassiker. Das war ja bei dem Magier unten bei dem Hammer auch so. Irgendwann wird er wahrscheinlich schlafen und dann komme ich rein. Ich schätze mal nachts, ne? Logischerweise. Hey, was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Kannst du mich trainieren? Klar, ich kann dir dabei helfen, stärker zu werden. Aber umsonst gibt's bei mir nichts. Wie viel willst du? Du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ich mach dir einen Vorschlag. Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Wir haben eine Truhe, in der wir das Zeug aufbewahren, das wir im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Und das war nicht gerade wenig. In der Kiste waren neben wertvollem Schmuck auch 200 Goldstücke. Wenn du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck behalten und ich trainiere dich. Weißt du, wo Dan hin wollte? Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass durchzuschlagen. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Naja, wenn er versucht hat, zum Pass zu kommen, dann wird er wahrscheinlich den Orks in die Hände gefallen sein. Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Keine neuen Gefangenen. Keiner, den ich zum Reden bringen muss. Schade. Ich glaube, dieser Mann übt gerne Gewalt gegen andere aus. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da drauf komme. Keine Ahnung. Muss wohl so eine spontane Eingebung sein. Kann ich denn hier das Fleisch drehen am Spieß? Haha, das geht tatsächlich. Na, da tut sich ja gar nichts. Betrug! Schlechte Animation. Nun denn, ab nach drinnen und mit dem... Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Ich wollte gerade sagen, zum Erzbaron, aber nein, der Erzbaron ist ja gar nicht mehr hier. Und die ganzen Waffen, die hier im ersten Teil waren, sind leider auch nicht mehr hier. Schade, schade, schade. Andererseits brauchen die Leute hier natürlich jedes bisschen, was sie kriegen können. Und können sich es kaum erlauben, hier irgendwas rumliegen zu lassen. Ich rede mal kurz mit Percival. Oder Percival. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Das habe ich schon gesehen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Noch ist alles ruhig, aber das kann sich schnell ändern. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego?
Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Ja, toll. Und wo finde ich die? Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Wie ist die Lage? Dein Erscheinen hier ist für uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir brauchen dich. Sprich mit Garond. Er wird dir alles erklären. Nein, nein, nein. Ich dachte, der Punkt ist jetzt weg und ich kann direkt auf Ende hämmern. Gut, schade, dass dein Bruder tot ist, aber irgendwer muss es hier ja sagen. Irgendwann findest du es sowieso raus. Da wollte ich hin, zu diesem Typen. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also, ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Bei Innos. Warum hast du diesen Weg auf dich genommen, Magier? Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Sollen wir recht sein? Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Ich brauche Ausrüstung. Sprich mit dem Magier Milton hier in der Burg. Er kennt sich mit den Sachen aus, die du benötigen wirst. Meine Meinung kennst du ja schon. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Nein! Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parzival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Nein! Jetzt habe ich eine Karte. Warum habe ich mir die vorhin gekauft? Ich will, dass du Garond freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Garond. Was ist ein Haufen Gold? Garond hat auch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Garond frei. Gerade nicht. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Das habe ich auch gesagt. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Irgendwann das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Du hast ja ein Riesenvertrauen in deine eigenen Männer. Wie ist die Situation? Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Ich brauche dringend Nachricht über den Stand der Erzförderung. Ja, er hat sehr viel Vertrauen in seine Männer. Dass er mir, einem schwächlichen Magier, eher zutraut, durch die Reihen der Orks durchzukommen, als seinen eigenen Leuten. Ach ja. Hier brauchst du das nicht zu sagen. So kann's gehen. So, dann zeig mir mal die Karte. Ah, ist das blöd. Das hätte er doch besser wissen müssen. Jetzt habe ich mir die Karte echt umsonst gekauft. Das gibt's doch nicht. Da stellt sich das immer so einfach. Ach ja, mal schauen, was Passiva noch zu sagen hat. Wir werden ausharren, solange wir können. Zu den Schürfertrupps. Kennst du einen Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal, aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. Möge die Macht mit mir sein, ja, ja. Was kannst du mir über die Schürfe erzählen? Ich habe die 3 Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Ha, den kenne ich. Die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen.
Jargan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Finde ich ja gut, dass hier teilweise noch die Leute aus dem ersten Teil wieder auftauchen oder erscheinen, wenn auch nur in Gesprächen. Finger weg von meinen Töpfen. Niemand geht an meine Töpfe, verstanden? Ich bin hier für das Essen verantwortlich und das bedeutet, dass niemand hier irgendwas zu suchen hat. Ich hoffe, das war deutlich. Wer hat ausgerechnet dich zum Koch gemacht? Das war Kommandant Garon, denn vor meiner Zeit als Gefangener war ich Koch im wütenden Eber. Und warum haben sie dich eingebuchtet? Es gab da ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und mir. Gibt's was Neues? Wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann frag die Ritter. Ich bin nur ein gefangener Koch. Na dann. Aber du machst deinen Job wohl mit Gewissen, also gewissenhaft quasi. Gut, ich würde gerne Gorn befreien und ich will natürlich da nicht raus zu den Minenleuten, zu den Schürfern, da sind nämlich Orks auf dem Weg. Aber gut, oh, ein Türschlüssel, ein goldener Kerzenständer. Ich schaue mich hier mal um, ob ich noch irgendwelche wertvollen Dinge vom finde. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vielleicht, ich wundere mich über rein hypothetisch, finde ich ja dann doch genug Gold, um ihn freizukaufen. Auch wenn mir natürlich der nächtliche Geheimweg besser gefallen würde. Ihn da irgendwie rauszuhauen. Entweder indem ich mit dem Türschlüssel... Was ich jetzt ja ein bisschen seltsam finde, dass hier die ganzen Türschlüssel noch da sind. Denn, was ist das denn? Denn ich habe ja im ersten Teil die ganzen Schlüssel mitgenommen, ne? Das heißt, die Paladine müssten hier eigentlich... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach nee, warte mal, ich habe die Türen alle aufgeschlossen. Na, okay. Aber dass die Schlüssel hier sind, ist trotzdem seltsam. Vielleicht haben sie ja neue Schlösser eingebaut, aber das wäre ja ein riesiger Aufwand. Das wäre ja Unsinn. Warum sollten die das tun? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber gut, vielleicht gibt es hier auch einen Hintereingang zum Kerker oder so. Schauen wir mal. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, das hast du schon gesagt. Das weiß ich schon. Inventar. Hallo, Inventar. Fackel. Sehr schön. Ah, ja. Aber ich komme da nicht runter, ne? Nöp. Komm ich irgendwie hoch? Nöp, auch nicht. Ach ja, schade. Da komme ich hier leider auch nicht weiter. Aber ich kann die Notiz natürlich mal anschauen, die ich da gefunden habe. Gift der Blutfliegen. Der Stachel der Blutfliegen enthält ein tödliches Gift, das niemand, der klaren Verstandes ist, zu sich nehmen wird. Es sei denn, er beherrscht die Kunst, den Stachel zu entnehmen und kennt die folgende Regel. Der Stachel wird mit scharfer Klinge von der Spitze zum Schaft säuberlich aufgeschnitten, die Oberhautschicht wird entfernt, das freigewordene Gewebe wird um die Drüsen herum aufgeschnitten, der besondere Saft des Gewebes ist mehr als genießbar, er hat heilende Kräfte. Allerdings entwickelt der menschliche Körper im Laufe der Zeit eine Immunität gegen diesen heilenden Trunk. Wow, interessant. Kann ich jetzt ab sofort den Blutfliegen den Stachel abnehmen? Das ist ja super. Finde ich gut. Na, und was finde ich hier? Hier... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ist eine Truhe. Gibt es hier einen geheimen Schalter, so bei Xardas? Nein. Dafür habe ich wahrscheinlich auch nicht den Schlüssel. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ne, habe ich nicht. So, gut. Aber jetzt. Ah, erstmal eine Runde entspannen. Und weil die letzten Folgen alle so lang waren, ist diese ein bisschen kürzer. Und nur zur Info, ich werde die Folge wahrscheinlich unten beim Ausgang weitermachen und zwischendurch noch ein bisschen mein Fleisch braten. Und jetzt aber rauche ich erstmal hier gemütlich noch ein bisschen Wasserpfeife und sage vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und beim nächsten Mal geht's dann weiter auf der Suche nach den Erzschürfern und in der Hoffnung, dass ich irgendwie Gorn befreien kann. Bis dahin!